Ich begrüße euch ganz herzlich zum allerersten Mal von der Strecke Konstanz-Villingen für den Train Simulator. Hallo, einer unserer Kollegen ist mit seinem Zug in Immendingen gestrandet und kommt nicht mehr vor und nicht zurück. Deine Aufgabe ist es, jetzt zu dem liegen gebliebenen Zug zu fahren, ihn an deine Lok anzuhängen und den Zug dann zurück nach Villingen zu schleppen. Gutes Gelingen. Und ja, damit nochmal ganz herzlich willkommen aus der Baureihe 111. Diese wunderschöne, wunderschöne Lok. Oder? Die 111. Ganz, ganz herrlich. Das Außenmodell super schön gelungen. Wie gesagt, wir stehen hier auf der Strecke Konstanz-Villingen, beziehungsweise auf der fahren wir heute von Trains in Germany. Und ich dachte mir, ja, in dem aktuellen Steam Sale, da schlage ich mal zu. Oder ich weiß nicht, ob der immer noch aktuell ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video dann hier rauskommt. Aber auf jeden Fall ein Steam Sale. Die Strecke ist ordentlich günstig geworden. War schon lange auf meiner Watchlist, auf meiner Wishlist. Kann nicht meine Watchlist, die ist bei gewissen Streaming-Anbietern. Und dann dachte ich, ja komm, warum auch nicht? Dann gucken wir uns auch gemeinsam das allererste Mal sowohl das Fahrzeug als auch die Strecke übrigens an. Ich war jetzt auch, habe jetzt hier nichts bisher ausprobiert in irgendeiner Form. Dann gucken wir mal, ob was, wie, wo, wann. Fahrtrichtungswender können wir schon mal vorwärts stellen. Gut, ich weiß nicht, ob das schon sinnvoll war oder nicht. Ich glaube, der Stromabnehmer, genau, der ist schon oben. Der Hauptschalter ist auch, glaube ich, schon drin. Oder? Ich probiere es nochmal aus. Okay, jetzt ist er draußen. Jetzt ist er drin. Also Fahrtrichtungswender haben wir schon in Vorwärtsposition gesetzt. Das ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Dann machen wir uns mal die PZB an. Das geht mit Steuerung und Numpad Enter. Jawohl, Zugart O ist doch vollkommen in Ordnung. Eine LZB hat die 111 natürlich nicht. Dann brauchen wir noch Lichter. Ja, Taste H, glaube ich, genau. Sehr schön. Okay, dann sind wir eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, mehr oder minder abfahrbereit. Die Lokbremse gelöst. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir einstellen können? Sander, was ist das? Führerstandslicht. Ja, okay. Haben wir noch irgendwie so eine Art Instrumentenbeleuchtung? Ne, das war jetzt für draußen. Das ist die Beleuchtung im Zug. Nö. Also würde ich behaupten, dürfen wir ausfahren. Okay, jetzt habe ich gerade Folgendes realisiert. Ich kenne mich ganz, ganz schlecht mit Vorsignalen aus. Mit Formsignalen. Nicht Vorsignalen, sondern Formsignalen. So, wir dürfen, glaube ich, weiterhin. Oh, wir dürfen jetzt 40 fahren. Befreien wir uns mal. Okay, und schalten mal die Fahrstufen auf. Ich habe die SIFA ausgelassen, einfach weil es jetzt hier, wir sind das allererste Mal auf der Strecke unterwegs. Also ich weiß nicht, ob es da unbedingt so sinnvoll ist, jetzt auch noch die SIFA einquälen zu lassen.
Was heißt das Signal? Aber ich muss mal ins Handbuch reingucken eigentlich. Da standen nämlich die Signale erklärt. Und wir haben leider nicht wie im TSW. Ist so schön, dass uns da die Signalbilder noch erklärt werden. So, jetzt überlege ich gerade. Vmax der 111. Steht auch hier nirgendwo, ne? Dann würde ich sagen, können wir mal hoch auf die 130. Ich weiß nicht. Ah, okay, 30 Kilometer bis Immendingen. Können wir eigentlich das Fenster öffnen? Nein. Oh, 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 wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Bahnübergang vorbei. Sehr schön, 111er mit N-Wagen. Wir sind immer noch ein bisschen zu schnell, ne? Aber naja. Okay, das Vorsignal, jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht, zeigt, dass wir fahren dürfen. Und einmal in die Kurve hineinlegen, weiterhin mit unseren 130. So, einmal wieder hoch auf die 130. Aber die Leute am Bahnsteig waren. Sehr schön.
Und das ist die Ankündigung auf 80 gewesen. Dann einmal und wir befreien uns wieder. Ab hier gelten die 80, vermutlich wegen dieser Kurve. Vorsignal zeigt Fahrt an. Na. So. Das habe ich gesucht. Okay, weiterhin 80, aber gleich dürfen wir auch hoch auf die 140. Nämlich ab hier. Und einmal die Leistung aufschalten. Nicht zu schnell, nicht zu schnell werden, liebe Lok. Ein bisschen Bremsleistung mit rein. So. Perfekt. Das ist Wahnsinn, wie gut die 111 anspricht auf die Bremsen. Aber gut, okay, wir sind ja jetzt nur als Lokfahrt unterwegs. Insofern ist auch klar, dass da jetzt nicht ja, dass auch jetzt nicht die allerschwerste Leistung ist für die Lok, hier sich selbst zu bewegen und zu bremsen. Konzipiert wurde sie ja nicht dafür, sondern dass sie ja noch ein gewisses Ladegewicht hat, das sie hinter sich herzieht oder vor sich her schiebt. Insofern ist das natürlich alles gar kein Problem für unsere wunderbare 111. Wunderbare 111, das könnte der Titel der heutigen Folge werden. Wer weiß, vielleicht merke ich mir das. Vielleicht vergesse ich es aber auch. Ich tendiere momentan dazu, es zu vergessen. Dann schreib es dir auf. Ja, okay, ja. Ich könnte es mir natürlich aufschreiben. Wisst ihr was, ich mache das mal. Auch wenn der Titel... Ich tue jetzt so, als sei der Titel einfach intuitiv und bahnbrechend. Kleiner Scherz am Rande, bahnbrechend. Verstanden. Dabei ist wunderbare 111 jetzt nicht gerade. Ich schreibe es mir trotzdem auf. Wunderbare 111.
Je, Moment. Das geht aber besser. Stellen wir uns mal hier vorne an dem BÜ hin. Was schneller. Ah, sehr schön. Und geht hier wieder hoch. Die Autofahrer warten hier schon. Okay, sie haben nicht wirklich gewartet. Im TSW wär natürlich, wäre jetzt hier das Fenster noch zu öffnen. Die Sonnenblende könnte man runterziehen. Auf der Seite auch. Die Tür natürlich öffnen. Die Knöpfe hier an der Seite bedienen. Die Texturen werden vermutlich hier unten dann auch ein bisschen besser aufgelöst noch. Kurz mal den Nachrichtenton ausgeschaltet. Okay, wir haben 120 zu erwarten. Also greifen wir uns die Lokbremse. Ja, das muss jetzt nicht so schnell. Können ganz gemächlich runterbremsen. Das Signal hat freie Fahrt angezeigt. Und ab hier die 130. Hier schön so ein verwittertes altes Gleis. Also schön ist es nicht, aber es ist schön umgesetzt. BE. Hier noch die DHL-Container. Okay, noch 5 Kilometer, bis wir in Immendingen halten müssen. Hier oben die Autobahn, sogar mit Beschilderung. Giesingen.
Okay, und wir haben halt zu erwarten. Moment, ist das schon unser Signal? Ich sehe da auch was Rotes. Bin mir nicht sicher, ist das unser Signal vielleicht? Ja, ich glaube schon. War dann verkürzter Bremsweg angezeigt? Ist das doch nicht unser Signal? Doch. Doch, doch, das ist unser Signal. Hast du jetzt auch an. Okay, das Signal heißt doch, dass wir dran vorbeifahren dürfen, wenn wir PZB Befehl 40 drücken. Oder? Ich glaube schon. Hier in Immendingen Zimmern. Haben wir hier einen Fußballplatz. Okay, dann glaube ich, können wir dran vorbeifahren. Wir müssen mit PZB Befehl 40 gedrückt halten. Natürlich nicht schneller als 25 werden, weil 500 Hertz Magnet. Und jetzt gleich die Befehlstaste drücken und gucken, dass Befehl 40 aufleuchtet. Jawohl. Dann dürfen wir jetzt schon mal 40 fahren. Das ist die Ankündigung auf 80. Wird natürlich auch bestätigt. Okay. Reagiert die PZB nicht wirklich drauf? Dann nicht. Dann können wir uns aber auch, glaube ich, befreien. Wir müssen aber in 500 Metern anhalten. Da sehe ich auch schon besagten Zug. Okay, da fahren wir dann jetzt langsam ran. Schön langsam hier mit 3-4 km/h. Na, komm schon. Na. Sehr gut. Wir steigen aus.
kriechen mal unter die Puffer her und koppeln mal, ne, die Lok und den Steuerwagen aneinander. Wechsel nun den Führerstand und steffe den Zug zurück nach Villingen. Okay, was haben wir denn hier? Dostos. Die Guten. Okay, Führerstand. Oh, automatisch gewechselt. Sehr gut. Wie schnell dürfen die Dostos fahren? 140, denke ich. Steht das dann nicht? Nee. Hier vielleicht an den Wagen. Steht auch nicht. Okay, ich gehe mal davon aus, das sind dann 140 tatsächlich. Ich glaube, obere Zugart können wir weiterhin so stehen lassen. Und jetzt schön langsam Leistung aufschalten. Ach, hinten ist auch noch 111. Achso, es ist ja klar. Wie soll denn auch sonst der Zug hergekommen sein? Ist denn bei uns der richtige Stromabnehmer oben? Nee. Dann müsste doch theoretisch der vordere Stromabnehmer gehoben werden. Dann einmal den Hauptschalter raus. Ich hör doch immer noch irgendwas. Jetzt nicht mehr. So, und den Stromabnehmer runter. Und jetzt den Stromabnehmer wechseln. Okay, im Manual sehe ich nur die Taste für Stromabnehmer heben. Kann es sein, dass man in der Version das vielleicht gar nicht machen kann, den Stromabnehmer? Naja, okay. Okay, dann ist das so. Dann fahren wir halt mit dem Stromabnehmer. Wir sind weiter in der 500 Hertz Beeinflussung. Na, nicht so schnell werden. Danke. Müsste die jetzt nicht eigentlich ausgehen? Los. Da, sehr gut. Dann dürfen wir jetzt 110 fahren. Kennt jemand das Oberstromlimit für die 111? Innenansicht haben wir auch.
Und bis Villingen sind es noch 30 Kilometer. Okay, bisschen Leistung wieder aufschalten, weil er nicht rumtrödeln. Okay, 120. Ich glaube, wir lassen einfach ausrollen. Das müsste schon klappen. Ja, das funktioniert super. Signal zeigt, dass wir fahren dürfen. Und ab hier gelten die 120. Ab hier dann 140, wenn unser kompletter Zugverband dran vorbei ist, was ungefähr jetzt der Fall sein müsste. Okay, ich glaube, wenn wir in Fahrstufe 10 sind, dann können wir die 140 ganz gut halten. Wir sind zu, ja gut, wir sind ein bisschen zu schnell. So, was kommt uns denn da entgegen? Sieht aus wie eine 189, glaube ich. Sehr schön. Ich möchte da nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber neben der 189, die ja auch auf der Strecke mitgeliefert wird, die wir auch mal definitiv fahren werden, habe ich mittlerweile auch eine Baureihe 103. Und zwar in Rheingold-Lackierung.
mit den korrespondierenden Rheingoldwagen. Und da gibt es zwei Szenarien, die damit geliefert werden für Hamburg-Hannover, glaube ich. Eins davon könnte man mal sich zusammen angucken. Oder ehrlicherweise passen die, finde ich, eigentlich perfekt auf Köln-Koblenz. Also das wird definitiv auch irgendwann kommen. Die 189, die 103, vielleicht kommt die 103 sogar als nächstes. Ich weiß noch nicht auf welcher Strecke. Mal gucken. Aber vermutlich Köln-Koblenz oder halt eben Hamburg-Hannover. Also drängt dann zwischendurch auch mal einen Schluck Wasser zu trinken. Bei den Temperaturen momentan ist es sehr wichtig, hydriert zu bleiben. Immer schön viel Wasser am besten trinken. Und nicht, also ich klinge jetzt wie so ein totaler Moralapostel, ne, und nicht jetzt hier irgendwie Cola und so. Ich trinke selbst zumindest gerne zum Mittagessen sehr gerne Zuckerzeugs. So eine Cola oder so. Ah ja, da gibt es echt nichts Besseres. Aber die meiste Zeit tatsächlich Wasser, sofern es jetzt nicht unbedingt das Mittagessen ist. Und gerade bei den Temperaturen gibt es auch ehrlicherweise nichts Besseres als Wasser trinken. Es tut einfach gut. Es tut einfach gut. Das lässt sich nicht leugnen. Zumindest mir tut es gut. Und gesund ist es auch. Und das ist Fakt. So, das sieht aus wie eine Geschwindigkeitseinschränkung. So, 80 sind erreicht. Ich vergesse mal für einen kurzen Augenblick die Steuerung der Bremse, weil die im Train Sim World ein bisschen anders ist als im Train Simulator. Na. Im TSW ist das nämlich so, dass man mit den Tasten, mit der Taste R, glaube ich, die Bremse anzieht und mit Ö löst. Oder genau andersrum. Und im Train Simulator löst man die Taste, die Bremse mit der Taste Ü. Und das vergesse ich jedes Mal. Und statt, dass ich im Train Simulator die Bremse löse, ziehe ich sie dann noch ein bisschen mehr an, wenn ich sie lösen möchte. Weil ich immer auf die falsche Taste drücke. Aber ansonsten von der Steuerung ist das ist vieles anderes, ist vieles davon recht ähnlich. Auch nicht unbedingt immer identisch, aber zumindest ziemlich ähnlich. So, 80 sind erreicht. Die Kühe, die haben auch ihren Spaß. Sehr schöne Sounds übrigens. Gefällt mir sehr gut.
da eine 111 mit N-Wagen. Sandwich-Formation. Wir müssen natürlich nirgendwo halten. Wir sind kein normaler Zugdienst mehr, sondern wir schleppen ja gerade nur einen Zug ab. Okay, hoch auf die 130. Auch schön hier neben diesem kleinen Bächlein. Also man merkt auf jeden Fall, warum die Strecke so hoch in den Himmel gelobt wird. Das wird sich vollkommen zurecht. Die Erweiterung nach Hausach gibt es ja auch noch. Also, ne. Da kann man, wer will, der kann hier ziemlich viel Zeit verbringen. Mit Dostos. Offensichtlich Captain Obvious. Oh, gleich kommen wir wieder in die Bereiche der Formsignale. Eieiei, da sehe ich eine Zwangsbremsung voraus. Ich werde einfach alles bestätigen, was man bestätigen muss. Und wenn es eine Beeinflussung gibt, dann sehe ich sie ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Strecke so dermaßen gut ausgestaltet ist, da hat sich einmal der Hans Dampf dahingesetzt und hat versehentlich statt Transport Fever hat er den Transcinemator Editor geöffnet und dachte sich, ja gut, dann baue ich halt hier mal drauf los. Aber das ist einfach der Wahnsinn. Sowohl was Hans Dampf in Transport Fever hinbekommt, als auch natürlich hier die Strecke. So muss ich das bestätigen. Ja. Okay, heißt es, dass das nächste Signal Halt zeigt? Okay, das Signal zeigt definitiv Halt. Okay. Wir fragen mal beim Fahrdienstleitenden.
Moment mal. Das zeigt doch auch, glaube ich, schon wieder das Ersatzsignal, ne? Nicht nach hinten rollen. Sehr gut, Befehl 40. Wie viel dürfen wir fahren? 130. Wie schnell darf man fahren, nachdem man Befehl 40 überfahren hat? Darf man dann direkt schon auf Streckengeschwindigkeit, also nicht Befehl 40 überfahren, aber mit Befehl 40 das Signal überfahren hat, darf man dann auf Streckengeschwindigkeit schon hoch? Darf man mit 40 weiterfahren? Ich glaube schon, ne? So ist das auch, glaube ich, dass man mit 25 oder 40 weiterfahren darf, bis man das nächste Signal sehen kann. Also im Grunde genommen erstmal schleichen. Wonka. Ideen erfolgreich verbinden. Okay. Kurz mal aufgestoßen. Sorry. Okay, das nächste Signal zeigt Fahrt. Daher schalte ich jetzt Leistung auf. Es gab hier auch kein Vorsignal für, oder? Wir dürfen 130 fahren. Dann machen wir das direkt auch. Mit einer Ankündigung auf 80 allerdings. Ne, 90. So, jetzt müssen mal die Fahrstufen ganz schnell ablaufen. Okay, das Signal heißt, glaube ich, langsam Fahrt und Halt zu erwarten. glaube ich. Aber wir sind ja sowieso in einem Kilometer da, von daher passt das auch. Wird allerdings auch bestätigt. Genau. Jawohl, da vorne einmal. Oh, dürfen wir überhaupt so schnell fahren? Oieiei. Dürfen wir nicht. So, in ein paar Meterchen, 500 Meter müssen wir dann anhalten. Also ich denke mal da vorne vor dem Signal. Hier in Villingen.
Ja, ich würde sagen, das ist hier so okay. Wir sind ja kein ellenlanger Zug. Gut, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Alles Gute, alles Liebe.